Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei B-Part Gaming und heute gibt es mal wieder die Belohnung von der Weekend League. Ordentlich Packs werden aufgemacht, wieder ein Mega-Pack-Opening. Ich mache heute den Anfang und bevor wir loslegen, zeige ich euch natürlich wieder das aktuelle Team der Woche. Heute am Start sind übrigens ich, das ist doof, man fängt nicht mit sich selber an eigentlich, aber es ist die Reihenfolge. Danach Malte, Tim und am Ende wird Mürsa am Start sein, der es auch wieder in die Top 100 gepackt hat. Und jetzt nochmal ein kurzer Blick auf das aktuelle Team der Woche und das ist mal der absolute Hammer. Letzte Woche habe ich noch gesagt, diese Woche ist es der Knaller. Ramos, Nainggolan, Reus, Sanchez, Costa, dann auch ein Benteke auf der Bank und dann auch noch Hamsik. Das sind richtig geile Spieler am Start und ich bin sehr, sehr traurig, dass es diese Woche für mich nicht für die Top 100 gereicht hat. Das werden wir jetzt hier gleich auch mal abchecken, schauen und sehen, dass ich nur in Elite 1 gelandet bin und dadurch bekomme ich 200k-Sets, 125.000 Münzen, ich dachte es wären 120.000, egal, und zwei Premium-Tina-Woche-Sets, das heißt 6 Informs und die werden wir dann auch direkt aufmachen. Das Besondere ist jetzt, dass ich, basierend auf dem, was ich heute ziehen werde, dass es davon abhängig ist, was für Spieler ich antreten werde in der nächsten Weekend League, denn das ist mein Budget. Ich quatsche auch gar nicht lange drumherum, sondern hier sieht man die volle Pracht, die vier Packs, die wir jetzt hier gleich aufmachen. Wir machen den Anfang. Schade. Es hat kurz geladen, aber ich glaube, es ist kein Walkout. Es ist immer in Spanien. Thiago. Ordentlich bewertet. Gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten nochmal checken. Für mich ist jetzt wichtig, Spieler zu ziehen, die entweder gut sind und ich gebrauchen kann oder die ich dann einfach für ein paar Münzen verkaufen kann. Thiago ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel wert. Und ansonsten war das Set gar nicht so schlecht für einen 100k-Set, wie ich finde. Ich habe schon schlechtere 100k-Sets gezogen. Weiter geht es mit dem zweiten 100k-Set. Vielleicht geht jetzt ein bisschen mehr. Leider wieder kein Walkout. Schade, schade. Aber vielleicht einen guten Spieler. Rui Patricio nehme ich an. Genau. Das wusste ich doch schon, hatte ich mir schon fast gedacht, nachdem es dann ein portugiesischer Torhüter ist. Gibt es, glaube ich, nur einen goldenen, so ungefähr. Und ansonsten, Luis Gustavo Florenzi. Florenzi ist auf jeden Fall gebrauchbar, bringt ein paar Münzen. Wähler, Promis und dann wird es halt schon eher wieder uninteressant. Ach scheiße, ich dachte kurz, es wäre Fernandinho. Und Giroud habe ich eben gerade schon mal gezogen. Plus nochmal Sterling, also sind ein paar Spieler dabei, die nicht nur Abstoßpreis sind. Von daher ganz in Ordnung soweit. So, und jetzt geht's um die Wurst. Jetzt habe ich noch hier meine zwei Premium-Tina-Woche-Sets. Ich mach's kurz und schmerzlos. Das ist ein Walkout. Das ist ein Walkout! Das ist ein Walkout! Welche Flagge ist denn das? Boah! Nein! Scheiße! Fuck! Nein! Sanchez! Du bist mein treuer Begleiter! Du bist mein treuer Begleiter! Das ist unglaublich! Das ist unglaublich! Fuck! Das ist der Hammer! Ich habe schon mal Sanchez Inform gezogen, den Second Inform, als ich zum ersten Mal in der Top 100 war. Das war mein bestes, ultimatives Team der Woche Set. Ultimativ doch! Und jetzt ziehe ich den aus einem Premium Team der Woche Set! Unglaublich. Ich muss davon ein Bild machen. Was ist da los? What the fuck, Alter? Machen wir mal weiter. Das wird dann wohl, mein Low-Budget-Team wird dann ein Team um Ronaldo. Krass. Lemar, ich glaube, der ist sogar auch noch einer der etwas besseren. Haltet euren Kasten sauber. Das ist der Hammer. Sanchez kommt. Das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ich habe bei Sanchez gar nicht nachgeschaut, wie viel er kostet. Das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Ich komme darauf nicht klar. Was? 1,1 Millionen? Da hat sich gerade jemand vertippt. Den würde ich aber sofort kaufen. Wenn ich gerade die Münzen hätte. 1,1 Millionen? Der ist doch sofort weg. Ja, der ist jetzt auch schon weg. So, ich komme darauf nicht klar. Und wir haben noch so eins. Vielleicht geht da jetzt nochmal was. Ich mach's einfach. Das ist kein Walkout. Das ist okay.
Komme ich mit klar? Nainggolan auch noch. Alter! Das ist so heftig. Nainggolan auch noch am Start. Unglaublich. 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 Ich komme darauf nicht klar. Scheiße, Mann, Alter, was ist das? Was habe ich hier rausgeholt? Was hab ich muss gerade so lachen, weil ich sehe auch noch nebenbei, wie der Chat abgeht. Das ist jetzt gerade auch noch live auf Twitch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin absolut sprachlos. Ich hoffe wirklich vom tiefsten Inneren, dass all die Jungs, die jetzt nach mir kommen, ähnlich viel Glück haben. Als nächstes ist der Malte dran. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Malte, hau rein, zieh was Ordentliches, mach es genauso wie ich. Der absolute Hammer. Ciao. Vielen Dank für die Übergabe, Benny. Ich darf jetzt an der Stelle sagen, Alter, was hast du schon wieder für einen Luck? Läuft bei dir zurzeit? Also Sanchez ist natürlich richtig krass. Ja, mal gucken, was ich ziehen kann. Moin Leute, freut mich hier mal wieder am Start zu sein. Und auch bei mir lief es ganz gut. 34 Siege, damit bin ich ziemlich zufrieden. Elite 1. Es wird langsam in FIFA 17 und dementsprechend wollen wir mal reingehen. Ihr seht es vielleicht, ich bin hier in einem etwas neuen Setup. Das ist meine Wohnung in Greifswald, die ich mir jetzt hier angemietet habe, zum Arbeiten sozusagen und in Kürze hoffentlich auch zum Streamen hier. Der neue PC ist bei Benny ja da. Und ich habe bekommen 125.000 Coins, die kann ich sehr gut gebrauchen, 2 Jumbo seltene Spielersets und 2 Premium Team der Woche Sets. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein in die Jumbo-Sets. Also es ist ja ein übelst ausbalanciertes Team der Woche, sage ich mal, oder breit aufgestelltes vielmehr. Richtig krass. Und insofern bin ich guter Dinge, dass wir da irgendwas mit rausnehmen. Benny hat es ja gezeigt, auch Elite 1, dass in den Packs ordentlich was drin sein kann. Werden wir mal schauen. Ah, nice, come on nochmal. Ja, die sind, glaube ich, alle nicht mehr so viel wert. War hier noch irgendwas? Braithwaite. Ich habe letztens gelesen, wie ihr über die Aussprache gesprochen habt. Egal, das sieht hier nicht so besonders aus. Aber mein Gott, habe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel erwartet. Alle mal auf die Transferliste hier. So, zweites Jumbo-Set. Da habe ich irgendwie... Wow, es ist krass verzögert! Come on. Come on. Nice! Come on! Come on! Fuck, ich weiß gar nicht, wie laut ich hier sein darf, weil mein Nachbarin hat letztens hier schon mal geklingelt, dass es hier sehr hellhörig ist. Aber was geht denn ab, Di Maria, Mann? Come on! Alter, der muss doch noch ordentlich was wert sein. Nice, ey! 55 auf jeden Fall noch. Ich denke mal, so für 60 wird er weggehen. Alter, endlich mal wieder ein Walkout. Sehr, sehr geile Geschichte hier. Yes, Digga. Und jetzt müssen wir noch weitermachen, weil das ist doch erst der Anfang, würde ich sagen. Wow. Nice. Nice, Mann. Geil, da freue ich mich schon mal sehr. Den kann ich übelst gut gebrauchen. Vielleicht, na, mal gucken, würde ich den Maria sogar mal spielen. Dann würde ich, dieses Wochenende ist natürlich ein bisschen schwer mit der Limitierung auf 3 Nationalitäten, wenn ich da richtig informiert bin. Aber vielleicht mit Messi noch. Schauen wir mal. So, und jetzt heißt es, alles geben, das richtige Timing hier finden für das richtige Set. Das ist kein Workout. Ja, ich meine, Portugiese ist sogar gar nicht mal verkehrt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, Ronaldo auch jetzt am Wochenende von Anfang an spielen zu lassen. Ja, was eine große Überraschung, aber da bräuchte ich halt Portugiesen auch entsprechend. Der geht ansonsten auch für 21 weg. Also ist nicht ganz verkehrt. Kann man mit leben. Ich muss mal gucken, ob ich die Kamera hier noch richtig halte. Wie gesagt, ist immer noch ein bisschen improvisiert mit dem Handy. Das ändert sich bald. Lopez und Hilton. Alright, die gucke ich mir dann nochmal in Ruhe an. Aber machen wir mal weiter. Alter, so jetzt nochmal ein Walkout, Mann. Come on. Es sind so viele gute Spieler drin. Einen guten davon müssen wir doch einfach ziehen. Ja, komm. Wieder ihn. Na gut, jetzt wissen wir schon mal, was er wert ist. Die 20k können wir auf jeden Fall einpacken. Rensing. Och Mann, Alter. Ich schätze mal, die sind beide Abstoß. Mehr oder weniger. Jo.
Na gut, na gut. Ich gucke nochmal ganz kurz hier, aber das sollte es dann gewesen sein. Ja, für ein bisschen was geht da weg. Ich übergebe weiter an Tim und drücke die Daumen für gute Sets, natürlich auch später für Mirza. Bin sehr zufrieden trotzdem. De Maria, Walkout, geile Geschichte und ich werde mal schauen, was ich für ein Team am Wochenende baue. Bevor ich wieder streame und so weiter, werde ich auf jeden Fall auch bei Facebook weiterhin meine Teams und sowas posten. Schaut gerne mal vorbei, Malte Hedderich. Ich verlinke das auch in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Und dann hören und sehen wir uns. Bis demnächst. Ciao. Vielen lieben Dank, Malte. Und herzlich willkommen auch zu meinem Pack-Opening, liebe Freunde. Wie immer öffnen wir die Gold 3 Belohnungen. Ich freue mich über die 30.000 Münzen. Und ich werde es jetzt mal so angehen. Ich werde mich über jedes Pack freuen und sehe mit großer Freude und Gelassenheit all meinen Weekend League Belohnungen entgegen. Ich habe überhaupt keine Erwartungen und freue mich. Und wir machen direkt das Megaset auf. Herrlich, wie gold es aussieht. Und es ist schöne Frisur, Benat von Bilbao, Spanier. Wunderbar, ein schöner Mann. Neto noch dabei, schön, alles dabei, was Rang und Namen hat, viele Verträge kann man immer gut gebrauchen, ein wunderschönes Trikot, schön, das schicke ich alles an den Verein, den Rest auf die Transferliste, wobei das verkaufe ich mal, weil ich sehe, ich habe noch clevererweise jetzt noch 3 Plätze auf der Transferliste frei. Schon mal ein sehr schönes Pack, gefällt mir sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was im nächsten Megaset drin ist. Schön, ein deutscher Torwart, wunderschön, Ter Stegen. Wunderbar, ein 83er Torhüter aus der La Liga. Und Benatia noch und Eto'o. Wunderbar, diese bekannten Gesichter, die einen immer wieder fröhlich anschauen, wenn man die Packs öffnet. Und jetzt habe ich schon gleich ein Problem. Verdammt. Ich sende mal alles an den Verein. Und jetzt kommt das ultimative Highlight meiner Belohnung. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Oha! 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 Hallo Frank! Alter Franzose! Was ist los? Da freue ich mich eh schon und dann auch noch sowas. Wie cool! Ribéry, jawollo! Wie es einfach nur bei mir läuft. Boah, was geht ab? Super cool. Boah, und das Glück hat mich doppelt und dreifach geküsst, weil ich nämlich keinen einzigen Doppelten jetzt da habe. Es ist ein Traum. Ich habe Packluck, Freunde. Ich habe Packluck. Und wer auf jeden Fall auch Packluck haben wird, ist der Mirza. Und an den darf ich jetzt übergeben. Ich drücke dir die Daumen, Mirza. Und euch allen viel Spaß mit Mirzas Packs. Macht's gut. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ja, vielen Dank, Tim, fürs Abgeben und herzlich willkommen, wie immer auch von mir, hier aus dem Bipart Gaming Studio in Mistelbach. Es ist wieder soweit, die Weekend League Belohnungen stehen an und ich muss euch direkt sagen, Leute, ich zeichne das hier gerade um 2 Uhr morgens auf und ich war gerade live dabei, wo der Benny seine Belohnungen aufgemacht hat im Stream und er hat einfach mal 2 Premium Team der Woche Sets und sieht direkt im ersten Set einfach mal so Sanchez, 90er, ja, 1,5 Millionen wert und danach zieht er noch Nainggolan im zweiten Set. Und ich habe mir dann gleich gedacht, oh je, wenn das so läuft, na was wird es dann wieder sein, wenn ich wieder dran bin? Ja, also letzte Woche ging es ja nicht schlimmer bei den Belohnungen, ihr habt es ja gesehen. Und ich bin gespannt, was heute sein wird. Wir holen uns mal die Belohnungen hier ab. Food Champions, also ich bin wieder Top 50 der Welt geworden. Ich glaube sogar 50. oder sowas ganz genau, ja. 50. der Welt bin ich geworden, von daher habe ich wieder ein ultimatives Team der Woche Set und 3 Jumbo seltene Spieler Sets und 150.000 Münzen. Ist auf jeden Fall mal super nice. Ja, also ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, ja, weil ich war ja damals bekannt für das übelste Packluck,
aber ich habe seit einem Monat nur noch Pech. Nur noch Pech, ohne Scheiß. Ihr habt es ja selber auch mitbekommen. Team der Woche setmäßig war es nur Schrott. Und ich rieche das einfach nur jetzt, wo Benny einfach mal jetzt aus dem normalen Team der Woche set. Wisst ihr, wie gering die Chance ist, dass das passiert? Und er zieht Sanchez. Ich gönn's ihm von Herzen. Er hat übelstes Pack-Luck gehabt, lange vor mir, wo ich das Luck gehabt habe. Ich gönn's ihm so sehr. Aber ich rieche wieder, dass das bei mir ein Flop wird. Aber naja, irgendwann muss das auch aufhören, oder? Aber wir schauen uns mal die anderen Sets an. So, das erste 100k-Set machen wir hier direkt auf. Es ist kein Walkout. Das ist natürlich schon mal schade. Und es ist in dem Fall Maresch. Es ist Maresch. Und das ist sehr, sehr nice. Das fängt schon mal gut an. Ich wollte zuerst noch abwarten. Letztes Mal habe ich auch einen Leicester City-Spieler gezogen. Es war nicht Maresch. Und Maresch ist was wert. Das weiß ich. Der ist einiges wert. Wir schauen gleich mal direkt ganz kurz. Okay, nice. Und die 30k ist er wert. Das gefällt mir. Passt. Der Rest ist... Joa. Ganz okay. Ja, wir packen einfach mal alle hier in den Verein. Ja. Nice. Okay, das erste Pack, Maresch. Ist gut auf jeden Fall. So, kann ruhig so weitergehen, aber bitte das Luck soll dann beim ultimativen Team der Woche Set kommen. Okay, nächstes Pack, come on. Es ist ein Walkout, come on, wer kommt? Come on, give it to me, baby, es ist ein Spanier und es ist in dem Fall Chelsea-Spieler, es ist Fabregas, das ist so ziemlich der schlechteste Walkout, den ich ziehen kann. Aber, ja, ist trotzdem okay. Also wir schauen mal, was der so wert ist, aber Fabregas ist so ziemlich der schlechteste Walkout. Man will ja nicht hier meckern, ja, es ist ein Walkout zumindest. Es ist ein Walkout, ja, um die 25k wird der Wert sein, ist okay, ja. So, was haben wir noch so? Ja, der Rest ist nicht so gut, aber Herr Süle am Start. Aber ist okay, ja, war bis jetzt hat mir das auf jeden Fall sehr gut gefallen. So, du auf die Transferliste. Passt. Kann ruhig so weitergehen auf jeden Fall. Erstes Pack Maresch, zweites Pack war Fabregas. Und jetzt das dritte 100k-Set, bevor ich wieder übelst nervös werde. Ich weiß das wieder. Aber wir machen einfach mal jetzt ganz chillig. Drittes 100k-Set, auf geht's. Jetzt kein Walkout. Ja, man kann ja nicht alles haben, aber... Mal sehen, was hier so kommt. Und es ist in dem Fall, ja, Turan. 84er Wertung, ja, 84 plus ist okay. Ist okay. Ja, ich weiß nicht, was der Wert ist. Ich glaube, nicht so viel Höhe. Das haben wir auch noch mit einem 84er. Was ist Turan hier wert? Nicht so viel. Und ich spüre schon, so jetzt, während ich da hier alles anschaue, spüre ich schon, dass ich nervös werde. Ich habe nämlich so Schiss, dass es kein Walkout ist, den ich da kriege. Ohne Scheiß, Leute, ich habe echt... Wieso werde ich wieder so nervös? Ich verstehe das nicht. Come on. Ach komm schon, Mann. Ich reg mich ja jetzt schon auf hier. Verdammte Kacke. Wer ist es denn? Das ist doch ein schlechter Scherz, Mann. Das ist doch ein Scheiß, Mann. Wie soll ich mich denn hier nicht aufregen? Was ist denn das? Das ist doch Kinderkacke, Mann. Was habe ich? Habe ich Nainggolan wenigstens gezogen? Nicht mal Nainggolan habe ich gezogen. Was ist... Kommt, schreibt bitte alle ins Kommentarfeld, dass ich mich wieder hier ärgere. Und bringt nichts, gell? Das ist einfach nur ein schlechter Scherz. Benny hat das Dreifache gezogen. Das 3- bis 4-fache hat er gezogen. Ich gönn's ihm von ganzem Herzen. Aber er hat das 3- bis 4-fache von meinem ultimativen Pack gezogen. In seinen Premium-Packs, die ich wochenlang hatte und nur Bullshit gezogen habe. Jetzt habe ich zweimal ein ultimatives Team der Woche Set und sie lauter Mist. Ja, ist ein bisschen was wert, das weiß ich. Aber das bringt mir auch nichts, Mann. Das ist einfach traurig. Das ohne Scheiß... Ich will gar nicht schauen, Dante ist sicher nichts wert. Das ist. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Scheißpack hier sagen soll. Ich habe wieder die schlechtesten gezogen, die zu ziehen waren. Es geht nicht schlechter als das, was ich gezogen habe.
Schlechter geht's nicht. Das fuckt mich einfach jetzt ab, wieder. Ihr denkt euch, jetzt beschwert er sich schon wieder. Aber ohne Scheiß, wollt ihr mir jetzt hier sagen, dass ich hier glücklich sein soll, dass ich wenigstens so weit gekommen bin und dass ich hier 150.000 Coins bekommen habe? Ich soll glücklich sein über so ein Scheiß-Pack. Wie soll ich da glücklich sein? Das ist einfach nur, das ist einfach Bullshit. Ich werde hier verarscht von hinten, von vorn bis hinten werde ich verarscht einfach. Fertig. Naja, wir können es nicht ändern. Ich werde einfach Woche für Woche hier beschissen und das bleibt ein Running Gag jetzt in nächster Zeit. Naja, okay. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen, ja? Wenn ja, dann zeigt uns das bitte mit einem Daumen hoch. Das wissen wir auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ja, bedeutet uns sehr viel. Und ja, schreibt wie immer ins Kommentarfeld, was ihr so alles gezogen habt, Leute. Was habt ihr gezogen? Und war es besser als das hier? Ich denke ja. Und hattet ihr ein bisschen mehr Glück? Ich gönn's euch allen, ja, dass ihr ein bisschen mehr Glück habt als ich. Wenigstens ihr, ja. Wenn's bei mir nicht klappt, dem Benny gönn ich's auf jeden Fall. Auch, weil er hat mega Pech gehabt bis jetzt. Hat ja jetzt ganz gut funktioniert. Naja, okay. Das war's für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Pack Opening. Tschüss. Bis dann.